Jetzt kommt er, Opa Miridon. Hallo. Servus. Hallo, können wir ein kleines Interview mit dir machen, Opa, ja? Ja, super, sehr gut. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Ja, wie geht's dir jetzt nach dem Kampf? Ja, mir geht's super. Also ich hab's gewonnen. Was mir das besser laufen können. Und was war denn so die größte Herausforderung in dem Kampf? Der große Herausforderung, aufzupassen. Es kann schnell vorbeigehen. Eintreffen und dann es kommt alles nach hinten. Es geht alles nach hinten los. Deswegen schon aufpassen, auf den Trainer zu hören. Nicht ablenken lassen, auch wenn ich ein oder zwei angesteckt habe. Schön konzentriert bleiben. Ja. Die bewusst nicht verlieren, da konzentriert bleiben. Und wie sind jetzt so deine Ziele für die nächste Zeit aus? Wann ist dein nächster Kampf? Steht das schon fest? Mein nächster Kampf steht fest. Der ist am 16.12. in Karlsruhe. Es geht um die BDB Deutsche Meisterschaft. Ich bin gespannt. Es werden aber davor auch noch schon ein paar Kämpfe kommen, die noch nicht geplant sind. Darüber informiert mein Trainer und mein Manager mich. Meine Aufgabe, ich trainiere fleißig. Ja, sehr schön. Dann wünschen wir dir weiterhin viel, viel Erfolg und freuen uns einfach auf deinen nächsten Kampf. Vielen Dank und ich begrüße auch alle, die uns unterstützt haben. Sehr gut. Danke. Ciao. Tschüss.